Ein wunderbarer Tag heute, Sonnenschein, 20 Grad. Das müssen wir doch nutzen, um eine schöne Motorradtour zu machen. Noch schnell ein paar Sachen einpacken. Kamera, Gimbal, Kamera und wichtig, trinken und Picknick. Wir grillieren. Mit dem Taschengrill zeige ich euch dann später, wie das funktioniert. So, auf geht's. Gegend hier nennt man Entlebuch. Wunderbar hügelige Gegend im Kanton Bern. Diese Stadt hier heißt Thun. Das ist die Hauptstadt vom Kanton Thun. Hier fühlt man sich ein wenig wie in Italien.
ein Pfeifchen in Ehren kann keiner verwehren. Ein Problem mit diesem Motorrad hier. Der hat nur etwa einen 13, 14 Liter Tank. Und wenn die Reserve angeht, dann zeigt es zwar noch 80 Kilometer auf dem Tacho, aber plötzlich sind es dann nur noch 20, speziell wenn es hier am Pass rauf geht. In 3,5 Kilometer hat es eine Tankstelle. Das sollte sich noch ausgeben. Knapp. Zum Glück geht's bergab. Juhu. Glück gehabt. Jetzt zum Schluss hat die Benzinuhr wieder 54 Kilometer angezeigt. Benzin! Oh! 316 Kilometer! Juhu! Ein schönes Gefühl! Gehen wir nach Hause! Gefährlich. Jetzt.
kein Wasser. Ne? Unterdessen ist es ein bisschen kühler geworden, nur noch, was sind das, 17 Grad, 17, 18 Grad. Sobald die Sonne weg ist, wird es sofort kalt, darum Winterhandschuhe. So, wunderbare Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 300 Kilometer knapp, etwa 5-6 Stunden. Und zum Grillieren hat es leider nicht mehr gereicht. Machen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, macht Daumen oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal Daumen unten. Okay, und tschüss.